Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Jeden Tag auf dem Weg zu Weihnachten hin. Eine Frage und einen Engel, die in deinen Gedanken BÄM machen sollen. Da, so macht es BÄM. Die Fragen sind wie immer aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kindel Beifuß. Fragen können wie Küsse schmecken. Und die Engel kommen aus dem Buch von Anselm Grün, 50 Engel für die Seele. Und die Frage, die ich dir heute schenken möchte, heißt: Welches Tier würdest du zu deinem Begleiter wählen? Also wenn du die Möglichkeit hättest, das tun zu können, welches Tier würdest du zu deinem Begleiter wählen? Welches Tier fasziniert dich am meisten und warum fasziniert es dich so? Achte da mal auf dich selbst und schau mal, welches Tier du dir am liebsten als Begleiter wählen würdest. Und der Engel, den ich dir heute schenke, den man natürlich nur gut mit meiner Engelsbrille sehen kann, die mir meine liebe Freundin Ellen Horlebein aus Afrika zugesandt hat, ist der Engel der Achtung. Ich wünsche dir, dass der Engel der Achtung deine Seele mit der Fähigkeit beschenke, aufmerksam zu sein auf die Menschen in deiner Umgebung, sie anzusehen, sie zu schätzen und zu achten. Der Engel der Achtung will dich selbst zu einem Engel für die Menschen machen, damit sie sich in deiner Nähe geachtet wissen, sich in ihrer Würde aufrichten und aufrechter durch das Leben gehen. Diesen Engel der Achtung wünsche ich dir heute an diesem Tag, dass er dich begleite auf dem Weg zu Weihnachten. Und ich freue mich darauf, wenn du morgen wieder einschaltest, wenn wir das nächste Türchen in Mickys Adventskalender gemeinsam öffnen wollen.